So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute gleich drei Themen. Ich wollte jetzt nicht jedem Thema ein ganzes Video widmen. Ich wollte das ein bisschen zusammenfassen. Es ist ein bisschen aufgelaufen und alle recht zeitgleich. Deswegen passt es jetzt ganz gut, ein Video zu allen drei Themen zu machen. Ich werde jetzt nicht zu lang auf jedes Thema eingehen, aber so das Wichtigste zu dem, was euch jetzt gerade aktuell am meisten interessiert, wo die meisten Fragen kommen. Und deswegen dieses Video passt mir gerade ganz gut und deswegen starten wir direkt mit dem ersten Unterthema. Und zwar, das ist so für uns hier sehr, sehr wichtig gerade, und zwar: ich suche, das habt ihr vielleicht schon im Montags- und Mittwochsvideo gesehen, aber heute etwas ausführlicher, ich suche dringend Cutter-Unterstützung. Meine Jungs brauchen Unterstützung. Ist nicht so, dass jemand geht, ganz im Gegenteil. Wir wollen viel, viel mehr Content produzieren. Ihr merkt, auf dem Autokanal zum Beispiel kam jetzt länger nichts, weil wir einfach keine Kapazitäten haben. Auf dem Frauenkanal schaffen wir es maximal, ein Video zu machen. Auch da würden wir viel, viel gerne mehr machen. Also auch da, vielleicht alle, die von dem Kanal da gar nichts von wissen, unbedingt abonnieren. Sehr, sehr, sehr toller Content auch auf dem Frauenkanal. Da wollen wir wachsen, da wollen wir mehr Videos machen. Und auch hier wollen wir das Ganze ausweiten, euch noch mehr Qualität geben, euch noch mehr Videos geben, aber auch im anderen Social-Media-Bereich, also auch im Instagram, kleine Kurzvideos, kleine Spots und so weiter, kleine witzige Sachen. Ich habe da riesen Lust drauf, weil ich einfach, mir macht dieses Filmemachen unglaublich viel Spaß. Und da brauche ich Unterstützung. Ich brauche einen Cutter, Vollzeit, ganz wichtig. Kein Praktikum oder irgendwas. Ihr werdet hier gut bezahlt, gut in Anführungszeichen, aber ich glaube, die Jungs sind sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, Vollzeit, am besten irgendwie mobil sein oder hier in der Nähe sein, weil ihr solltet schon hier sitzen mit mir, auch vielleicht ein bisschen Kameraerfahrung haben, aber das ist gar nicht das Wichtige. Also ihr müsst kein Kameramann sein, kein Filmer, weil das kriegen wir auch hier dann hin. Ihr müsst cutten können. Egal ob auf, mir wäre lieber über Apple, ich kenne mich da selbst gar nicht so aus, aber Final Cut ist Apple, ne? Genau. Lieber ein bisschen Final Cut, weil die Jungs mit Final Cut arbeiten. Ihr könnt aber auch mit Premiere arbeiten, das hatten wir vorher auch schon gemacht. Die sind heutzutage auch ein bisschen kompatibel. Ihr müsst kein Profi sein, ihr müsst keine Ultra-Sachen da kreieren können oder so. Ihr werdet hier auch eingelernt, das heißt, ihr lernt hier auch sehr, sehr viel. Ihr habt wirklich auch Gutes, womit ihr was vorzeigen könnt, falls ihr mal hier irgendwann gehen wollt, was ihr dann nicht schafft. Ich möchte euch hier behalten, das ist kein Witz. Also wenn ihr euch dafür interessiert, bitte an, ich blende euch die E-Mail-Adresse ein, bitte da bewerben. Am besten mit irgendwas, was ihr vielleicht schon geschnitten habt oder irgendwie eine kleine Probe oder irgendwie was als Link oder sowas. Würde mich sehr, sehr freuen, um einfach mal ein bisschen zu gucken. Aber wie gesagt, ihr müsst keine Profis sein. Was müsst ihr denn haben? Ihr müsst bereit sein, auch mal irgendwo mit hinzufahren. Ihr müsst bereit sein, auch mal hier länger zu sitzen und dafür natürlich am nächsten Tag oder irgendwie wann das auszugleichen. Ihr müsst flexibel sein und das Allerwichtigste, ihr müsst irgendwo meinen Humor verstehen und teilen. Das ist das Allerwichtigste, weil ihr werdet sehr, sehr, sehr eng mit mir und mit meinem Team, also ihr werdet wirklich dauerhaft mit mir zusammen sein. Das heißt, ihr müsst mich irgendwie verstehen, mögen vielleicht, aber auf jeden Fall verstehen, wissen, wo ich es wichtig finde, ein bisschen Humor durchblitzen zu lassen und so weiter. Das hier, das ist halt scharf, wenn es hier. Also halb. Also wenn mir was hinfällt, nicht rausschneiden, sondern wissen, ah, okay, das ist witzig, das will Simon, dass er das drin hat. Also so ein bisschen wissen, was wir machen, auch ein bisschen für Sport interessieren. Ihr müsst kein Freak sein, ihr müsst selber nicht pumpen wie verrückt, ein bisschen den Sport verstehen. Muss aber auch noch nicht mal sein, aber vielleicht ein bisschen das verstehen, wovon wir beim Sport reden. Aber wir machen ja auch Rezeptvideos, wir machen ja auch hier so Freitagsvideos und so ein bisschen was vom Editing verstehen. Vielleicht ein bisschen Bildbearbeitung. Ihr seht, wie gesagt, ihr werdet hier eingeschult in das Ganze. Ihr werdet das hier lernen, wofür, aber ihr müsst es wollen und Lust darauf haben, mit uns zusammen das durchzuziehen. Einfach Bock darauf haben. Mir ist diese Lust auf das Ganze viel wichtiger, die Leidenschaft, als irgendwelche Zeugnisse oder irgendwelche Filme, die ihr schon produziert habt. Wie gesagt, trotzdem ein bisschen bitte Erfahrung und ein bisschen schneiden können. Also ihr solltet schon, wenn ich euch dann ein Video gebe, solltet ihr schon wissen, wie man das drauflegt, wie man Ende, Anfang schneidet, wie man da irgendwie was rausschneidet und so weiter. Also wie gesagt, das solltet ihr wissen und dann seid ihr herzlich eingeladen. Bitte Bewerbung nur bis Sonntag. Diese Woche sammeln wir, es sind sehr, sehr viele, die sich bewerben. Ich werde jedem antworten, auf jeden Fall. Trotzdem bitte jede Bewerbung zukommen lassen, bis Sonntag, nicht zu lange warten. Und ich gucke mir jede Geschichte durch, lade dann so ein paar Leute ein und freue mich riesig, euch kennenzulernen. Wer Bock darauf hat, vielleicht auch besonders Autos und so. Es wird, ist echt spannend. Ich will auch wieder mehr auf die Rennstrecke gehen und wirklich, das wird sehr, 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 wirklich, ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr geiler Job. Kamil, ist das ein geiler Job? Ja, aber sonst könnte ich nicht weitermachen. Also das Bild völlig anders. Der beste Job.
Ich glaube wirklich, dass ihr echten, ihr fahrt die geilsten Karren, seid auf irgendwelchen, kommen wir gleich zu, auf irgendwelchen Festivals, Fibos und so weiter, lernt sehr, sehr tolle Leute kennen und ich glaube, es ist sehr, sehr cool. Also bewerbt euch. So, kommen wir zum zweiten und eigentlich auch zum dritten Thema, zum zweiten und dritten Topic dieses Videos, und zwar Coronavirus und ja, die damit einhergehende Absage oder Verschiebung der Fibo. Ich bin kein Arzt. Und deswegen möchte ich da auch, wenn ihr da irgendwie anderer Meinung seid, denkt, das ist meine Meinung, ich bin kein Fachmann, besonders beim Coronavirus nicht, aber ich habe da meine klare Meinung und sehr, sehr, sehr viele fragen mich tatsächlich, was ich davon halte, ist das jetzt übertrieben oder nicht, was sagst du, dass die ganzen Medien das so stark nach vorne bringen, ist das übertrieben, was soll man jetzt tun und so weiter, denkt dran, wie gesagt, das ist meine Meinung, wir können die sehr, sehr gerne diskutieren, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr diskutieren würdet hier drunter. Ich habe sehr, sehr viele Ärzte in meinem sehr nahen Freundes- und Bekanntenkreis. Wir tauschen uns auch aus. Außerdem habe ich eine kleine Tochter, wodurch das alles so ein bisschen ja, stärker noch irgendwo in den Fokus rückt. Ich interessiere mich auch sehr für Berichterstattung und bin da bei Medien auch sehr, sehr kritisch. Deswegen vielleicht trotzdem ein nettes Thema, um mit euch zu diskutieren, aber vor allem eben die Fibo, was ich davon halte. Coronavirus. Diese sehr starke mediale Präsenz, wenn man überall irgendwo jetzt Nachrichten schaut oder Internet, so, es ist wirklich so, als würde Coronavirus alles beherrschen. Es ist halt überall und die nächsten Todesfälle und so weiter. Ist das gerechtfertigt? Ist das angemessen? Meiner Meinung nach ganz klar nein. Ganz, 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 ganz klar nein. Ich möchte den Coronavirus nicht verharmlosen, um Himmels Willen. Da werde ich gleich bei der Fibo noch was sagen. Nein, aber wie gesagt, zum einen habe ich mit Ärzten gesprochen, das Risiko für gesunde Menschen ist nicht höher als bei vielen anderen Krankheiten, die nicht medial so nach vorne gebracht werden. Ich muss sehr, sehr aufpassen damit. Ich glaube, bei dem Thema kann man sehr, sehr stark muss man ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen sensibler. Ich möchte nicht sagen, dass es ungefährlich ist. Ich glaube auch, dass es sich sehr, sehr schnell verbreiten kann. Aber wie gesagt, es ist nicht gefährlicher als viele, viele andere Krankheiten. Und ich glaube, aus psychologischer Sicht, es gibt in der Psychologie Heuristiken. Und wenn etwas so stark präsent ist, so stark verfügbar auch, hier ein Toter und da ein Krankheitsfall und so weiter, wird einfach das Risiko sehr stark, es bekommt eine viel, viel größere Größe, als es eigentlich ist. Ich glaube, es wird sehr, sehr stark überbehandelt. Ich glaube, wenn man sich eben, ich habe mit Ärzten gesprochen und so weiter, Leute, die ein intaktes Immunsystem haben, die wirklich gesund sind, müssen sich darum nicht viel mehr Gedanken machen oder viel, viel mehr Sorgen machen müssen als um andere Krankheiten. Dass jetzt auch gesagt wird, oh, jetzt Corona, jetzt muss man die Hände waschen oder das muss man immer machen. Vielleicht ist es ganz gut, dass es nochmal irgendwo vor Augen geführt wird, aber das ist nicht durch Corona, dass man das machen muss, dass man jetzt, wenn man hustet und so, nicht ins Gym geht, dass man nicht zu Karnevalssitzungen geht und so weiter. Das ist bei anderen Krankheiten auch so. Das ist jetzt nicht nur durch Corona so, dass man sich um sein Immunsystem kümmern sollte. Deswegen vielleicht auch in der Hinsicht, was soll man denn tun jetzt bei Corona? Was ist mein Tipp? Achtet einfach, macht keine Panik. Verschließt euch jetzt nicht zu Hause, anders als wenn ihr gesund seid und so weiter. Führt ein ganz normales Leben. Das ist mein Tipp. Aber schaut, wie auch bei allen anderen Sachen, schaut, wie gesagt, dass ihr, wenn ihr hustet und so, nicht ins Gym geht, wascht euch gut die Hände, niest einfach nicht jeden an oder so, sondern niest in die Armbeuge. Wenn ihr niest, dann solltet ihr sowieso zu Hause bleiben. Aber es ist jetzt nicht irgendwie anders oder gefährlicher als was anderes. Schaut wirklich, dass ihr euer Immunsystem, esst gesund. Schaut, dass ihr über Vitamine, Mineralstoffe denkt. Achtet wirklich auf Vitamin D. Das ist immer das, was ich sage. Vitamin D, Zink. Wenn ihr da alles versorgt seid, solltet ihr da keine Panik vorschieben. Absolut nicht. Ich glaube nicht, dadurch, dass es auch nur die oberen Atemwege angreift und so weiter, ist es bei vielen, wie gesagt, habe ich auch mit Ärzten ausgetauscht, bei vielen selbst wenn es eintreten sollte, ist der Krankheitsverlauf ähnlich einer Erkältung. Das heißt, diese Panikmache ist wirklich meiner Meinung nach völlig, völlig, völlig übertrieben. Und dass jetzt auch irgendwie da Leute Profit schlagen wollen und da Desinfektionsmittel und Seifen alles ausverkauft und alle haben Panik im Shop irgendwo, das finde ich völlig übertrieben. Das ist meine Meinung, absolut, absolut übertrieben. Es sollen selbstverständlich weiterhin Leute mit einem schwachen Immunsystem und vielleicht mit Lungenerkrankung und so aufpassen, aber das sollen sie auch so. Das ist jetzt nichts viel, viel Heftigeres als was anderes. Und ich glaube, eine Influenza
kann bei vielen viel krasser sein. Oder ein Durchfall, Lebensmittelvergiftung und so weiter. Wir sollen einfach ein bisschen aufpassen, aber auch das Risiko nicht völlig überschätzen und überbewerten. Kommen wir jetzt mal zur FIBO. Was sage ich denn, dass die FIBO jetzt, wie gesagt, FIBO fällt aus oder wird verschoben, ist erstmal nicht. Fand ich erstmal ein bisschen schade, aber das ist jetzt ein Punkt. Deswegen will ich auch sagen, dass ich das nicht verharmlosen möchte. Und zwar finde ich es gut, dass die FIBO abgesagt ist. Das meine ich genau, das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Man soll jetzt nicht denken, dass das was ganz übermäßig krasses ist, aber so eine FIBO ist einfach ein Risiko. Und ich stelle mir einfach vor, viele sagen, oh, das ist doch jetzt nur Panikmache und warum wird so eine FIBO abgesagt? Ich finde es eigentlich ganz gut, dass eine FIBO abgesagt ist. Wäre ich hingegangen, wenn die FIBO stattfinden würde? Ich glaube tatsächlich nicht. Und das ist so ein Punkt, wo ich wirklich so ein bisschen hin und her gerissen bin. Auf der einen Seite, deswegen diskutiert unten, wie ihr das seht, auf der einen Seite finde ich schon, dass es, wie gesagt, überbewertet, Risiko viel zu hoch. Aber wenn ich dann auf der anderen Seite überlege, einfach mal so überlege, bei mir ist es jetzt auch verfügbar. Und es gibt, wie gesagt, Menschen, die dann vielleicht ein schwaches Immunsystem haben, ein bisschen Vorerkrankungen haben und so weiter, die daran sterben können. Wenn ich mir einfach vorstelle, dass auch nur ein einziger wirklich mal dahin kommt und wir haben viele auch, die zuschauen, die wirklich älter sind, die auch tatsächlich vielleicht eine Vorerkrankung haben oder ein schwaches Immunsystem oder irgendein Kind oder so kommt, wegen mir zur FIBO. Wegen mir. Das heißt, sonst wäre die Person vielleicht nicht zur FIBO gegangen und würde sich auf der FIBO, weil sie da hingegangen ist, bei irgendjemandem da in so einer Schlange oder so mit dem Coronavirus anstecken und würde dadurch um Himmels Willen wirklich, kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, irgendwie einen sehr, sehr schweren Krankheitsverlauf haben und vielleicht sterben. Ich könnte das niemals mit meinem Gewissen vereinbaren und ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein ist und dass es vielleicht übertrieben ist, aber das war so ein Grund, wo ich dann echt überlegt habe, wo die noch nicht abgesagt war und dann schon so ein bisschen darüber diskutiert wurde und einige da abgesagt haben, habe ich auch überlegt, ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und da würde ich tatsächlich eher auch nicht hingehen, weil ich einfach nicht dazu beitragen will, dass irgendjemand sich das holen will. Das ist meine Meinung, deswegen finde ich es gut, dass die FIBO verschoben wird. Sie wird nicht abgesagt, sondern verschoben. Ich finde es völlig in Ordnung. Ich finde auch Leute, die sich da jetzt total aufregen und dieses sehr, sehr egoistische, ja, aber ich habe mich doch vorbereitet, ist jetzt alles Panikmache und so weiter und ich wollte doch zur FIBO und so weiter. Das ist auch so ein Punkt, das jetzt so als kleines Fazit. Ich finde es ja schon irgendwie beängstigend, dass Leute sehr, sehr, sehr egoistisch sind. Man merkt auch immer wieder bei sowas wie Corona, wie egoistisch dann die Menschen sind, weil viele schützen oder viele wollen sich irgendwie selbst schützen. Das ist immer ganz interessant. Wenn jemand dann Anzeichen hat und wird ganz, ganz klar geraten, bitte dann zu Hause bleiben, vielleicht mal einen Arzt anrufen oder so, wenn ihr hustet oder so. Den Leuten ist das dann, wenn sie denken, die haben das, sind denen die anderen eigentlich ziemlich wurscht. Dann gehen die zum Arzt und das sagen mir auch die Ärzte. Der hat da jeden Tag so viele Leute stehen, obwohl er denen sagt, bleib bitte zu Hause, stehen die da bei dem und sagen, ja, ich glaube, ich habe den Coronavirus. Und das finde ich so fatal, irgendwie, dass jeder irgendwie nur an sich denkt, auch im Gym oder so. Das ist Husten und Niesen, aber Hauptsache, die trainieren. Ich glaube, Menschen sind sehr, sehr, sehr egoistisch. Und das größte Problem an so einem Corona ist eigentlich gar nicht wirklich dann die Krankheit selbst, sondern dass den Leuten, wenn sie es haben oder so, oder wenn sie trainieren wollen, so, die anderen sind denen eigentlich ziemlich scheißegal. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so, dass das größte Problem an dem Ganzen. Deswegen, wenn ihr irgendwie krank seid, wenn ihr niest, wenn ihr irgendwas habt, bleibt einfach mal zu Hause. Kuriert euch aus oder wenn ihr irgendwie was habt und achtet bitte auf die anderen. Im Gym genau das Gleiche. Wenn ihr hustet, geht nicht. Ihr kennt da meine Videos. Und ja, das nochmal so als letzte Worte zu diesem Thema. Und ja, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, abonniert den Kanal, bleibt dabei, denkt dran. Ich habe jetzt letztens geguckt, wie gesagt, wir haben nur 50% der ganzen Zuschauer sind Abonnenten. Deswegen abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei, denkt an die Bewerbung und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, euer Simon.